Mir fallen aber bald keine Namen mehr ein. Ich glaube, ich gehe. Wen gab's denn sonst noch? Ding gab's noch hier, wie heißt's? Ja, okay. Warte. Eines unserer Hühner hier ist trächtig. Das bedeutet, das ist Henrietta. Henrietta kriegt wahrscheinlich demnächst ein Baby. Und dann müssen wir sie umbenennen in Vera, weil sie dann in den Wehen ist. Sie ist dann Vera in Wehen. Nee. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Ich komme nie mehr raus aus der Nummer. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Getränke holen. Nee, ich wollte nicht pflanzen. Ich wollte Getränke holen. Warte, hier. So, wir packen mal wieder was zurück. Das kann weg. Das andere, das kann auch erstmal wieder weg. So. Das brauche ich gerade nicht. Genau. Und dann wollte man auf jeden Fall die Milch, wenn ich noch Milch hier haben sollte. Ich habe gar keine mehr. Ups. Ich brauche mehr Kühe offensichtlich. Ich hätte sonst noch leere Flaschen. Kann ich da Wasser reinfüllen in die leeren Flaschen? Wahrscheinlich, oder? Ich probiere es mal. Habe ich noch nie ausprobiert. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich das ausprobiert. Und da sieht man einen Wagen und dann schiebt Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist aber keine Talkshow-Moderatorin. Wir hatten ja gerade Talkshow-Moderatoren durchwursten. So, guck mal, jetzt kann ich alle Flaschen mit Wasser füllen. Das ist doch cool. Wird oben links angezeigt. Wen haben wir denn noch? Wen gab es denn noch als Talkshow-Moderatorin? Mir fällt keiner mehr ein. Nee, mir fällt jetzt keiner mehr ein. Ich bin doch nicht so intelligent, Leute. Ich habe mich kurz ein bisschen gefreut, dass mir so viele Wortwitze einfallen, aber ja, dafür sind wir jetzt durch, oder? Ich glaube, es reicht erstmal für Wortwitze für heute. So. Rezepte. Mist. Geht nichts. Ja, dann warten wir erstmal, bis wir das ganze Gemüse haben und nochmal Milch machen können. Ich weiß nicht ganz genau, kann ich jetzt schon ein bisschen was von der Milch nochmal, von der Kuh nochmal abzapfen? Die gibt doch bestimmt heute nochmal Milch, oder? Komm, wenn ich ganz lieb bitte sag, gib die nochmal Milch. Die Milch ist nicht fertig. Das klingt irgendwie so komisch. Als ob die Kuh irgendwie so eine Art Mikrowelle wäre. Weißt du, die Milch ist nicht fertig. Ich muss die kurz erst warm machen. So klingt ein bisschen, ne? Ne, okay, das heißt, ich brauche neue Kühe. Ansonsten haben wir, glaube ich, gerade keinen. Na genau. Dann warten wir jetzt auf unser Gemüse. Und unser Obst. Obst und Gemüse. Mehr kann ich hier jetzt gerade sowieso erstmal nicht machen. Nee, okay, gut. Dann gehen wir pennen. Für den heutigen Tag. Sie brüht erstmal die Milch wie so eine Kaffeemaschine. Harry Weinfurt! Aber das war auch kein Talkshow-Moderator. Das war halt ein Moderator. Wir hatten es von Talkshows, oder? Harry Weinfurt. Ja gut, wenn wir den Wein wegbringen, ne? Also wenn wir jetzt Wein verkaufen sollten, dann bringt der Harry den Wein fort. Da hätten wir auch Ding hier, wie heißt er? Der von einer anderen Talkshow. Von einer anderen Game-Show. Hat er einen tollen Witz für uns, ehrlich gesagt. Wenn ich schon Witze mache, kann Opa auch welche machen. Was ist das Beste an der Schweiz? Ich weiß nicht genau, aber ihre Flagge ist ein großes Plus. Hatten wir den Witz schon? Der kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor.
Der ist auf jeden Fall extrem schlecht. Shirin, hallo. Sonja Zietlow. Genau, stimmt. Da weiß ich auch was. Komm. Achtung. Achtung. Warte, wir geben unserer Kuh jetzt erstmal was zu fressen. Das muss ich nochmal kurz machen. Hier, bitteschön. So, guck mal hier. Kriegst sogar zwei, kriegst sogar drei, kriegst sogar vier. So, dann nehmen wir unser Milchkännchen. Nein, nein, ich wollte Milch. Die ist nicht immer noch nicht fertig? Du hast gerade gefressen. Gib mir jetzt Milch. Weißt du, ich wollte jetzt ganz zärtlich Milch bekommen, weißt du? Da hätte ich nämlich ganz low, ganz langsam an der Zietze gezogen. Zietzlow. Das passt nicht so, ne? Ich wollte es kreativ machen, aber an der Zitze low ziehen, finde ich jetzt fast ein bisschen... Das ist schon sehr, sehr weit intelligent, ne? Iklis, guten Abend. Alter! Ja, was denn? An der Zitze low ziehen. Ich finde das voll lustig. So, wir gucken unser Gemüsefeld an. Das war auf der Seite. Da. So, das muss erstmal gegossen werden. Was mache ich mit Ryan? Ryan Gosling. Oh Gott. Oh, jetzt ist aber... Ne? Ich gehe mir gerade selber auf den Sack. Hat noch einer Lust, spontan einkaufen zu gehen? Oh Mann, oh. Ja, ich... Also, das muss ich gar nicht gießen hier. So, bitte, bitte, bitte. Ey, hör auf, mein Zeug auszubuddeln! Opa, was fällt dir ein? Das habe ich alles mühselig da rein platziert. Und jetzt holst du das wieder raus? Was fällt dir ein? Das kann ich aber alles noch nicht ernten. Ah, hier, warte mal. Okay, das lässt sich alles noch nicht ernten. Gut, wir können natürlich auch einfach hingehen und auch ein kleines bisschen die Gegend erkunden. Das fehlt uns tatsächlich auch noch ein bisschen, ne? Die Karte. Wir waren an gewissen Stellen im Spiel, waren wir ja noch gar nicht. Guck mal, wenn wir zum Beispiel hier in die Richtung gehen. Da waren wir noch nicht. Lass uns doch einfach mal da hingehen. Mal gucken, was da hinten passiert. Vielleicht kommt da eine neue Quest für uns. Jetzt schreibt keiner mehr was, aus Angst, dass ich daraus einen schlechten Witz machen würde, ne? Oh, geh in die falsche Richtung. Und ich kann doch nichts dafür für mein Hirn. Ich war jetzt so lange nicht mehr... Ich spare mir die Witze immer auf. Bei der Hochzeit habe ich so viele tolle Witze im Kopf gehabt. Und die habe ich alle nicht rauslassen können. Was ist denn Hochzeit, weißt du? Ich wollte mich nicht im Vordergrund stellen. So, guck mal. So, eines Tages wird das alles dir gehören. Alles, was das Licht berührt. Und was ist mit dem schattigen Land da drüben? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Saßt du alleine am Tisch? Später dann, ja. Ja, anfangs waren da ganz viele Leute und ich weiß gar nicht wieso, aber nach und nach sind alle abgehauen. Und auf einmal saß ich da ganz alleine. Ich weiß gar nicht, warum das so war, ne? So, das müssen wir könnten wir reparieren, aber... Achso, das heißt, hier kann man erstmal nicht weiter, weil man das reparieren muss. Verstehe ich gar nicht. Wie wäre es dann mal mit Park Beyond? Nee, das ist nicht so meins. Da sitzt... Ich mag diese Aufbauspiele nicht so. Das Ding habe ich schon gerne gespielt, die Namen immer schwer. Two Point Hospital oder Two Point Campus, weil der Humor halt einfach dementsprechend gut gewesen ist. Das habe ich dann gerne gespielt. Aber ansonsten bin ich bei Aufbauspielen eigentlich nicht so dabei, weil ich bin nicht so der, ja, weiß nicht, da musst du nach mit Strategie und so. Du darfst zwar auch ein bisschen kreativ sein, aber es muss auch logisch sein. Und das ist mir ein bisschen zu langweilig tatsächlich. Also ich finde, da ist es schöner, wenn man einfach was gestalten kann, was einem komplett selbst in den Kram passt. Verstehst du?
Nicht genug Bienen. Ja, dann wässere ich mal, ne? Kommt bestimmt gleich Bienen. Okay, wir gucken uns weiter um. Wir machen einfach mit die Karte so weit, decken sie auf, soweit wir können, oder? Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Hast du früher auch nicht Rollercoaster Tycoon gespielt? Nein. Nie gespielt. Mit sowas kannst du mich jagen, mit so Spielen. Also SimCity habe ich nie gespielt. Ich habe eben so Rollercoaster Tycoon habe ich nie gespielt. Ich habe Anno nie gespielt. Die Siedler habe ich mal probiert, aber das war nicht meins. Also diese ganzen Aufbauspiele, egal ob es um ein Kriegsaufbau-Ding oder halt so ein Feldaufbau muss, für ein ganze Dinger, ne, wo man halt eben seine Truppe sozusagen vorbereitet auf die Kriege, wie Siedler zum Beispiel, oder halt eben halt auch diese Aufbauspiele SimCity oder Tropico oder was weiß ich da. Solche Dinge habe ich nie gespielt. Das war nicht so meins. Ich habe Sonntag alle Gefühl zum Kotzen gebracht. Oh, weil man dann die Achterbahn dann auch fahren kann. Ich glaube, da wäre ich auch so. Gerade wenn es VR wäre. Liasa, dankeschön! Dankeschön, Liasa! Dankeschön. Weil ich so schlechte Witze gemacht habe. Seht ihr, es gibt doch Leute, die mögen das. Die spenden dann mehr. Warte mal. Ich habe gerade durch Springen Chicorée gekriegt. Habe ich so schick... Bin ich so schick gesprungen, dass ich Chicorée gekriegt habe? Okay, jetzt ist gut. Hier wird gespendet durch die Witze, ja? Ja, also mach das du, damit du aufhörst. Das stand da aber nicht. Räume den umliegenden Müll vom Feld. Okay, alles klar. Siehst du, da habe ich noch eine Quest gefunden. Chip, chip. Chip, 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 chip. Ist das alles an Müll? Also, oder muss ich nur 10 Stück und den Rest macht dann halt irgendwie der Hausmeister? Guck, weil das, guck mal hier, das muss ich nicht aufsammeln. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr irreführende Quest, ne? Wenn du schon sauber machst, machst du richtig sauber. Also ich liebe meine Ryan Originals. Hab gestern privat eine gebaut, die noch dreimal schlimmer ist als die vom Stream. Wie gesagt, ich bin da raus bei sowas, ne? Ich sehe Chicorée. Okay, warte. Ne, sehe ich nicht. So. Chicorée, 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 Chicorée. Kann ich das jetzt eigentlich genauso abernten, wie ich es sehe? Also das heißt, wenn ich jetzt hier so sehe, kann ich doch jetzt eigentlich hingehen, das wieder klatschen und dann müsste ich es doch auch tatsächlich und dann kriege ich es wieder. Das ist natürlich eine sehr, sehr effektive Art, um Sachen zu sammeln, ne? So, das war's jetzt auch schon wieder, ne? Das war die Quest. Ne, da ist doch noch Chicorée-Feld. Ich brauch so 32 von 100. Okay, warte. Dann muss ich nochmal weiter Chicorée säen. Chicorée, Chicorée. Also ich finde das irgendwie beruhigend. Aber irgendwie auch ein bisschen, ganz ehrlich, fast ein bisschen dämlich. Also ich weiß nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, dass man dann irgendwie rumläuft und quasi das Gras direkt aus der Tüte rausholt, wenn du so willst. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Einerseits sehr praktisch, andererseits irgendwie auch ein bisschen dämlich, ne? So, das war Chicorée. Mhm. Jetzt können wir in die Richtung weiterlaufen und gucken, was da ist noch. Was ist das hier eigentlich? Nutzpflanze. Nee, ich meinte eigentlich das da. Ach, hier ist auch Chicorée. Guck mal, das decken wir auch nochmal auf. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, decken wir das auch gleich noch mit auf.
Damit wir gleich direkt immer wissen, wo die Grenzen sind, wo wir irgendwann später nicht mehr hin können, verstehst du? Weil hier kann man jetzt wirklich nicht mehr weiter. Ich kann zwar auf der Insel, auf diesem kleinen Stück Insel da noch drauf, aber dann komme ich da nicht mehr weiter. Was sind denn das? Sind das Enten? Och, stimmt, hier gibt's ja gemeingefährliche Vögel. Ich hab's vergessen, die haben mich letztes Mal angegriffen. Könnt ihr euch erinnern? Irgendwelche Enten oder Gänse haben mich doch umgebracht. Boah, warte mal, wir müssen uns schützen, Leute. Enten! Ich muss aufpassen, dass sie nicht ins Wasser fliehen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, sie zum Bauernhof zu locken. Ja, schlage sie. Okay, ich soll sie zum Bauernhof bekommen. Ist das eine Quest? Nee. Komm mal her, Ente. Also ich wollte sie eigentlich streicheln. Was könnte man denn einer Ente geben, dass sie zutraulicher wird? Ich habe leider nichts. Ist ein Gemüseeintopf oder ein Rührei? Vielleicht stehen die auch auf Pampe. Oder eine Maus. Hast du Brot? Kannst du das bitte nochmal zeigen? Was genau meinst du? Dass ich von einer Ente geschlagen wurde. Ich will streicheln, warte mal. Hier, guck. Ah, guck mal. Jetzt ist sie zutraulich, oder? Jetzt kommt sie mit. Oh Gott! Ein bisschen Liebe verteilen mache ich so selten. Kleiner als es wurde sogar vorgelesen, aber leider ist gerade mein Desktop-Sound aus. Vielen, vielen Dank! Vielen Dank, Liasa. Dankeschön. Wieso machst du machst es doch nicht selten? Du machst es doch voll oft. Liebe verteilen. Dankeschön. Vielen Dank. Darauf ein Keks, den noch übrig ist. Dankeschön. Also ich finde nicht, dass du das selten machst. Oder war das jetzt ironisch gemeint und ich habe es wieder nicht verstanden? Es hat hoffentlich wieder eine lange Leitung. Aber zu wenig. Nein. Ich bin froh, wenn ihr euch unterhalten fühlt. Dann bin ich happy. Wir reden nicht oft über die Sache. Wir können auch gerne mal darüber sprechen. Ich habe es ja mittlerweile geschafft, durch YouTube und Twitch und jetzt auch meine Arbeit bei MMO, so ein kleines bisschen mein Hobby zum Beruf zu machen. Wir reden ja nicht oft darüber. Du mal bestraft. Hä, wofür denn? Aua! Weil ich jetzt drüber rede, oder was? Mein Hobby zum Beruf zu machen, habe ich tatsächlich ein kleines bisschen geschafft. Tatsächlich. Aber auch nur ein bisschen. Es ist leider in Anführungszeichen, auch nur ein Nebenjob. Es reicht nicht, um ganz das... Aber vielleicht irgendwann mal, das soll jetzt keine Aufforderung für euch sein, ich wollte euch nur mal ein kurzes Update geben, wie das bei mir aussieht. Es ist tatsächlich so, dass ein bisschen was übrig bleibt, aber hauptsächlich ist es dadurch halt eben bei MMO. Normalerweise habe ich solche Arbeiten nicht gemacht. Für den Fall, dass ihr jetzt wissen wollt, was ich vorher gemacht habe. Ich war vorher im Marketing und das, was ich bei MMO jetzt mache, ist ja nicht wirklich Marketing, wenn man so möchte. Das kam wirklich erst durch die Geschichte, die ich bei YouTube und Twitch habe am Laufen lassen. Das habe ich erst dadurch bekommen. Das heißt, eigentlich ist das, was ich für MMO mache, das mache ich ja auch gegen Geld, also als Dienstleistung, das ist tatsächlich wirklich auch durch mein Hobby entstanden, was ich auch mega geil finde. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich es irgendwann mal, dass ich Twitch und YouTube und MMO und andere Dienstleistungen, je nachdem, was mir noch so einfällt oder was ich noch so mitkriege oder sonst was, dass das vielleicht wirklich der Hauptberuf wird. Durchaus möglich. Ich habe es auf jeden Fall schon ziemlich weit geschafft damit. Deswegen war das für mich auch immer so eine schwierige Geschichte mit dem Hackerangriff, wo ich da gedacht habe, so, ja, es ist halt schon scheiße an sich schon, dass der Hacker da ist und mir alles genommen hat, aber ich habe mir halt da was aufgebaut und wenn das jetzt alles wegfällt, dann wäre das schon irgendwie ein bisschen traurig, ne? Was? Muss jetzt noch mal etwas wiederholen. Toffi und sein Liebesteam ist unschlagbar. Alle sehr lieb, hilfsbereit und wenn man Fragen hat oder Hilfe braucht, dann seid ihr sofort da.
eine Million Dank an dich, lieber Toffi, und an ganz, dein ganzes Team. Die Moderatoren sind toll. Danke, dass es euch gibt. Oh, das ist so lieb. Dankeschön. Dankeschön. Ja, meine Moderatoren machen tatsächlich einen fantastischen Job. Das kann ich nur bestätigen. Das, da wirklich kann ich nur sagen, Dito. Mit der Aussage, gehe ich Dito? Kann man so sagen? Nee. Gehe ich konform? Ja, ich mag also, ne? Auch die Arbeit, die sie leisten, finde ich auch fantastisch. Was mich angeht, da kann ich nicht viel zu sagen. Also ich gebe natürlich mein Bestes. Versuche immer nett und freundlich und hilfsbereit zu sein. Aber es fällt mir auch nicht immer leicht, ne? Muss man fairerweise auch dazu sagen. Also es gibt gewisse Situationen, wo ich auch ein kleines bisschen so, ne? Warte mal. Wo, muss ich die jetzt auch zum Teich bringen oder irgendwie sowas? Oh, ist mir gerade warm. Oh, es ist so warm. Oh. Jetzt läuft sie wieder weg. Ente. Nein, bleib hier. Ente süß-sauer. Komm her. Komm her. Nein, guck mal, sie rennt wieder weg. Aber ich muss einen Zaun bauen oder irgendwie sowas. Die muss irgendwo rein. Jetzt habe ich sie extra hierher gelockt. Jetzt muss sie irgendwo rein, Mann. Verdammt. Und da vergammelt gerade irgendwas. Die kann sich erstmal bei mir in meinem Obst bedienen hier, ne? Mein Obst- und Gemüsefeld. Friss ein bisschen was davon. Na, ich weiß nicht, wie die am schicksten. Oder ich steck sie zu den Schafen einfach. Komm mal mit, ich steck dich zu den Schafen, okay? Wo sind meine Schafe nochmal? Ich wieder vergessen. Da hinten, ja. Stecke ich einfach alle Tiere rein. Ich gönn's dir von Herzen. Ich habe so eine neue Serie heute angefangen, die viel zu spannend. Ich habe meine Mangas endlich mal weitergelesen und ich bin so begeistert von manchen. Mein Lieblingsmanga, da bin ich bald durch mit dem, was es bisher so gibt. So, komm mal hier rein. So. So, jetzt habe ich die Ente. Jetzt kann ich der Ente einen Namen geben. Achtung. Ente süß-sauer finde ich fast ein bisschen unkreativ. Weil ich es schon gesagt habe. Es ist nur kreativ, wenn es noch in meinem Kopf steckt. Was war das mit dem... Oh, mir ist so warm, Leute. Oh, ich bin gerade wieder Hitze. Ich habe ja keinen Durchzug gerade. Mit was ging das nochmal? Mit der Pfeife? Nee. Das Katzenspiel. Hä? Ich hab's wieder vergessen. Was ist dein Lieblingsmama? Mama. Manga. Mein Schulgeist Hanako. Mega cool gemacht. Witzig, spannend, manchmal so ein bisschen gruselig. Mega gut. Die Lupe. Erstmal die Codes eingelöst, danke. Ey, was für Codes? Ich will auch Code. Tier umbenennen. So, also, wie nenne ich meine Ente? Ente gut, alles gut. Leowin, hallo! Bin nach langer Abwesenheit auch mal wieder am Start. Freut mich, dass du da bist. Ente gut, alles gut. Haben wir jetzt auch noch auf dem Hof. Schön, oder? So, das mit dem Gemüseeintopf muss noch warten. Wir müssen offensichtlich immer noch... Weil ich könnte... Ne, neben dem Gemüseeintopf. Ich könnte noch mal gucken, ob meine Kuh mittlerweile Milch gibt. Vielleicht ist sie jetzt ein bisschen milchiger drauf. Vielleicht sollten wir mir eine Milchschnitte zum Essen geben. Die geht direkt durch, weißt du? So. Die wird immer noch kein... Sag mal, das geht's doch nicht. Was ist mit dieser Kuh los? Die ist kaputt. Ich brauche eine neue. Herbert.
Habe ich doch vorhin gepostet, das Video konnte überlesen. Entschuldigung, dass ich nicht alles mitkriege. Hast du es auch auf Discord gepostet? Warte mal, dann gucke ich mal kurz auf Discord. Da. Dreamlight Valley. Moment. Oh, erhalten Sie im Spiel mit Codes, die hier erhältlich sind. Lebe farbenfroh im Tal. Bright, Dazzle, Gleam, Glow, Illuminate, Radiate, Shimmer und Shine. Geil. Toll. Hab bei Dreamlight Valley aufgehört zu spielen. Oh, Borussenjunge, woran lag's? Das interessiert mich jetzt echt mal. Musste dreimal neu anfangen. Oh Gott. Ja, okay, dann wird's mich irgendwann auch nerven. Ganz ehrlich, da bin ich dann bei dir. Wenn man irgendwann hat man keinen Bock mehr, ne? Also, ich weiß nicht, woran es lag, dass du neu anfangen musstest, aber wenn es halt wirklich so oft ist, dann irgendwann hat man keinen Bock mehr, ne? Boah, ich hab keinen Bock mehr auf die Hitze. Boah.